Guck mal, ich will wirklich nichts sagen, ne? Alles cool, Digga, aber das sind genau die Leute, wenn du freitagabends mit deinen Kollegen irgendwo in die Stadt gehst, saufen, ne? Und der eine sagt so, hey, ich muss noch kurz Bank. Dann sind genau die Leute da drin, aber normalerweise schlafen die da. Ja, Dings, warum jetzt anderes Objektiv? Warum ich so nah? Also, wenn ich es euch erzähle, Digga, ihr glaubt es mir nicht. Ich habe einfach mein anderes Objektiv verloren. Ihr fragt euch jetzt, wie kann man ein Objektiv verlieren? Bruder, Objektiv ist so wie dieses Mäppchen. Das ist so riesig. Ich habe meinen Schrank ausgeräumt, ich habe irgendwo mein Objektiv hingelegt und ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich habe keine Ahnung, Bruder, ich habe verloren. Aber dafür ist die Qualität jetzt besser. Guck, ihr seht jedes einzelne Barthaar, Nasenhaar, Arschhaar. Okay, nicht. Egal! Und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue. Das bin ich vor meinem Powder Brows. Okay. Hallo, du vor deinem Powder Browns. Was ist Powder Browns? Egal, wir werden es gleich erfahren, was Powder Browns ist. Bruder, da ist nicht nur Powder Browns, Digga, da war noch inklusive Träne. Ey, kann man das irgendwie rückgängig machen? Kann man so zurück? Ja, nee, Ding, sieht voll gut aus. Mach bitte nicht nochmal so. Du musst mich nicht ernst nehmen. Du musst mich nur hart nehmen. Mann, ey, Bruder, warum? Warum? Ich check nicht. Ich versteh's nicht, Junge. Wie kann, warum? Warum ist Werbung so? Da gucke ich mir doch lieber diese Werbungen von diesen komischen Handyspielen an. Aber warum ist jede Werbung auf TikTok irgendwas bei mir mit Frauen? Willst du neue Frauen kennenlernen? Du musst mich nicht ernst nehmen, du musst mich. Deutsche.Frauen, meldest du dich bei mir? Auf keinen Fall. Bruder, wie viel hat die dafür bekommen, dass sie sowas macht? Penetrationstestdienste könnten günstiger sein, als sie denken. Hier auch direkt das Nächste. Was ist das, Junge? Wisch nach links, um es zu überprüfen. Ich verstehe das ja schon irgendwie, dass man Werbung für eine Single-Börse macht oder für einsame Männer. Ne? Das ist ein Supermarkt. Die geben da Geld aus, dass es kracht. Aber was ist bitte ein... Penetrationstestdienste... Und wie wird sowas überhaupt genehmigt, Digga? TikTok, so einfach. Ah, diese Werbung hier. Ja, nee, die ist super. Ja, die genehmigen wir. Die da hinten? Nehmen wir auch. Alles gut. Was hast du? Nehmen wir auch. Gar kein Problem, Mann. YouTube-Einnahmen. Made in Germany. Das war mal ein Begriff. Guck mal, ich sehe dieses Video, ne? Made in Germany, ne? Offensichtlich macht sich darüber einfach jemand lustig, dass das Auto halt kaputt ist, ne? Ich guck in die Kommentare. Erklärung. Erklärung, Digga. Ja, Mann, ich weiß gar nicht, was ich dir erklären soll. Auto ist debil. Auto fällt schief. Erklärung. Ja, Bruder, nee, keine Ahnung, Digga. Normales Video auf der Welt. Erklärung. Penetrationsteste, Digga. So viel Body in der Jacke vom Unclear. Ey, das Video kann ja cool aussehen, ne? Das Video kann ja wirklich cool aussehen. Multimillionär, Körper wie ein Bär. Mal abgesehen davon, dass der Song wirklich, Digga, hätte egal wer diesen Song hochgeladen. Von mir ist auch Cymex, Digga, ne? Wäre es ein Banger gewesen. Aber ApoRed, ich kann das nicht ernst nehmen, Junge. Immer, immer mehr. Ja, ja, Bruder. YouTube-Auszahlung diesen Monat. Das Video geht weiter, aber es loopt sich. Boah, das ist so unangenehm, Bruder. Es ist wirklich... Das letzte Mal, als ich so ein Gefühl gefühlt habe, war nicht mal, als ich letztens in der Uni war und einen Vortrag halten musste, über irgendein Thema, über was ich nicht mal einen Plan hatte. Ja, Multimillionär, Bruder. Sein Körper ist wie ein Bär. Apropos Song. Ich habe meinen Sohn geliebt, ein Leben lang, bis er größer war. Ja, Mann, ich habe meinen Sohn geliebt, bis er böse war und später größer war. Ich wollte, dass er voll Großes bringt. Das ist doch irgendein Troll, Bruder. Das ist doch irgendein Troll. Sowas kann doch niemand ernst meinen. Diss-Track gegen Sohn vor GTA 6. Wann sehen wir sie bei Icon? Was will die Perle? Nimm sie von hinten, pack sie am Hals, zieh sie zu dir hoch und flüstere ihr ins Ohr, dass du ihr... Also wirklich, das Zeug, Digga, das Zeug grenzt schon wirklich an Respektlosigkeit. Was? Ich kann das alles nicht mehr, Junge. Danke für den Tipp, bin jetzt in U-Haft. Gern geschehen. Sherry, Sherry Lady, going through emotions.
Das ist der nächste Fiebertraum. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich, ich war eine Woche nicht auf TikTok. Ich komm zurück, Digga. Irgend so eine Mutter macht Diss-Track gegen ihren Sohn. Irgendwelche Penner, Digga, chillen in Bank. Und Dieter Bohlen macht mit 24 Tim einen Song. Was kommt als nächstes, Digga? Elon Musk kommt zu mir nach Hause und gratuliert mir zum Geburtstag. Jo, also wenn du mir noch so 100.000 oder so schenkst, Digga, dann... Love is where you find it. Ja, hast du auch irgendwas? Ja, ich bräuchte jetzt so ein bisschen was Spanisches damit drin. Dieter Bohlen war doch derjenige, Digga, der da alle irgendwie so gedisst hat in seiner Sendung, Junge. Der hat da jeden verarscht, Digga. Der hat da jeden durch den Dreck gezogen. Der hat zu der einen gesagt, du siehst aus wie ein Trans, keine Ahnung, irgendwas. Zu Katja Krasowitsch sagt er, sie ist aufgeblasener Luftballon, Digga. Aber ey, 24 Tim, Digga. 24 Tim, der für solche Werte hier steht. Mach dann mit so jemandem Song. Yo, also 24 Tim, Digga, wenn du gar kein Problem hast, komm doch einfach zu mir, dann drehen wir beide ein Video. Ja, Bro, was geht? Bester Freund jetzt. Ich hab keinen Plan, was hier passiert. Wirklich, ich hab keinen Plan, was hier passiert, Junge. Ja, nee, Dings, also, wenn ich Cymex nicht mag, 2 Wochen später mache ich mit ihm einen Song. Imagine, man baut sein Business darauf auf, weil man denselben Deal geritten hat. Naja, wenigstens haben sie ein Business und nicht so wie du. Naja, okay, kommen wir zurück zu 24 Tim. Wirklich, 24 Tim ballert ja jedes Mal so ein krasses Musikvideo raus, der alles fliegt oder Musikvideo kostet mehr als mein ganzes Haus, Mann. Und auch zu dem Song hat er so Previews hochgeladen, ja, wie das Musikvideo eventuell aussehen könnte. So Promo-Videos, ne? Gehen wir kurz rein. Bruder, warum ist das so groß? Lights out, Zucker süß, so wie Schokosoufflé. Ja, krass, guck mal, 24 Tim im Anzug, ja, mit Hemd, richtig schön, richtig cool. Man könnte meinen, das Musikvideo wird wirklich ein Banger. Das Musikvideo? Strobogewitter. Und Dings, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich hatte genau dieselbe Frage. Ich würde Dieter... Achso, das ist gar keine Frage. Ich würde Dieter wirklich gerne mal richtig singen hören. Clean Voice und so. Der Song? Sherry, Sherry, Lady. Höre nur ich Dieter nicht? Ja, Dings, du musst Lautstärke ein bisschen höher machen, Digga. Der sitzt im Hintergrund. Nein, du hörst ihn nicht, weil der Typ da auch gar nicht singt. Der Einzige, der in dem Song singt, ist 24 Tim. Und Dieter Bohlen hat es einfach geschafft, ne? Einen Song, den er, keine Ahnung, Alter, 1783 aufgenommen hat. Da war ich noch flüssig. Da habe ich noch gar nicht existiert. Ach, was für Dings. Da war noch mein Vater flüssig. Da waren alle flüssig. Da war ganze Generation noch flüssig. Der hat dann diesen Song aufgenommen, ne? Und jetzt kommt jedes Jahrzehnt gefühlt ein Remix mit einem neuen Rapper. Oder halt... TikToker. Hallo! Ich meine, der hat's mit Capital Bra gemacht, mit 24 Tim, bald mit mir. Streamt jetzt meinen Song auf Spotify, Link ist in der Beschreibung. Ah ja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute, hey, like das Video, teilt das Video, kommentiert das Video und ja, ich gehe jetzt mein Objektiv suchen.